Und wieder shoppen. Weißt du, was ich mir gerade richtig gut vorstellen kann, Lila, zu dieser Musik? Denk mal an die Dinos aus Gas Station Simulator. Ja, geil. Auf jeden. Ich hüpfe ja auch die ganze Zeit so rum wie die. Wenn ich diesen Tanz im Kopf habe von dem, mit diesen Armen links, Armen rechts und so weiter, das ist, ja, passt schon. Ja, gut. Ich sehe die. Ja, ist schon. Ah, Gas Station Simulator war schon cool. Auf jeden. Nur das mega stressig irgendwann. Ja, das glaube ich. Willkommen zurück, lieber Schickmann. Ich habe nur ein bisschen Angst wegen Copyright bei der Musik, aber wenn wir die ganze Zeit quatschen, dann ist es schon, passt das schon. Oh, jetzt habe ich hier die Hand. Vier Taschenlampen mit. Also ich habe zwei hinzugefügt. Wäre nett, wenn vielleicht einer von euch noch einen dazu packen könnte. Ja, ich bin dabei gerade zu tun. Also ich habe eine, die kann ich hinzufügen. Moment. Wieso? Ich kann die gar nicht auswählen, oder? Du musst die kaufen. So, musst du drin sein? Keine Sorge, wenn... Drin, ne? Doch, die ist drin. Starke Taschenlampe 4 von 4. Aber keine Sorge, wenn du das nicht rallst mit dem Hinzufügen und Entfernen, das ist einfach scheiße. Das versteht halt einfach noch keiner. Das ist einfach richtig zum Kotzen. Ich mach das alles mittlerweile nur noch über den Shop. Aber ich sehe nicht 4 von 4, wie blöd ist das denn? Bitte was? Du siehst nicht 4 von 4? Nee, 2 von 4 habe ich da stehen. War starke Taschenlampe? Starke Taschenlampe ist unten. Genau, es gibt Taschenlampe, es Ach, gibt ich die muss starke Taschenlampe. Genau, es gibt die starke Taschenlampe. Ah, und Okay, gut. Luna entdeckt das Spiel. Ja. Ja. Ja, Lila auch. So. Nimm ich denn mal. Ich will Camp Woodwind. Das hatten wir noch nicht. Doch, das Camp hatten wir doch letzte Mal. Ja, aber ich nicht. Ja, die Lila war ja nicht mehr dabei dann. Ah, okay. Okay. Ja, dann ready. Ich hab Kopf. Du hast einen Kopf? Wirklich? Ich hab Rücken. Ja, ich hab Kopf. Okay. Alles klar. Scheiße, ich sehe jetzt erst, Lila ist Level 200 fucking 33. Ja, die ist. Ich sterbe ja, die, schon sehr lange. Ich sag ja, die rockt das hier alles immer. Junge. Die Dusi ja, ist auch, gut. Was war das? Level 40, 50 irgendwie so? 55. Ja, hab guck ich mal. Auch gesehen. Ja, wir sind voll die Amateure, Luna. Wir dürfen also Scheiße spielen. Oh, wir dürfen wieder der Geister wieder eine Kerze ausblasen. Da Leck. Okay, ich nehme wieder meinen. Ich nehme wieder meinen Fieberthermometer. Auch EMF diesmal. Und ich nehme Fotoapparat. Ich habe Fieberthermometer und Fotoapparat. Ich habe EMF und Videokamera. Videokamera, ja, dann nehme ich nochmal ein Fotoapparat mit. Ja. Wieder. Ich nehme das Buch mit. Was müssen wir eigentlich? Moment, entkommen also, der Jagd. Also, er heißt Heather Hill. Wir müssen entkommen Kerze dem Geist ausblasen. Während einer Jagd. Heather. Und Räucherstäbchen. Räucherstäbchen reinigen, Kerze ausblasen, entkommen. Ja, alles klar. Wir schaffen das. Hey, warum kriege ich. Ist das nicht der Stromkasten? Okay. Ja, wir schaffen das. Können wir das schaffen? Nein. Nein. Nicht wirklich, aber es ist okay. Nein. Ah, oh cool. Wow. Ich mag die Küche. Oh, ich habe einen Knochen gefunden. Ich fotografiere ihn. Will ihn noch jemand sehen? Nee. Hab ihn mitgenommen. Ist nicht so mein Ding. Ich glaube, mein Level ist höher als Lilas, aber ich war so oft nach der ersten Jagd noch im Van, dass ich nicht besser bin. Okay. Wie lange spielst du schon bitte, Pixelherz? Pixelchen, möchtest du nicht auch mal mitspielen hier?
Ja, Pixelchen muss mich die ganze Zeit ertragen, weil ich ihren Arc-Server geändert habe. Ah. Ja. Warum machst du das denn? Ach, ich war einsam. Lonely. I'm just lonely. Ah, der Pixelchen ist aber dann jetzt hier. Lonely. Oh, my, oh, my, oh. Heather, bist du da? Heather? Ist die Bergbank also, dieselbe wie bei Mist? Das kann durchaus sein. Die Türen aufzumachen, ey. Bei Mist gibt es hier das, den Hasen zum Beispiel, gibt es glaube ich auch bei Mist. Also ich glaube, die haben teilweise dieselben Dinge da reingeworfen. Ich habe dein Lieblingsspielzeug gefunden. Ertragen, sagt sie. Ich freue mich. Wie ist das? Oben? Ja. In okay, dem. Krass, Raum, wenn du nach oben kommst, rechts durch den Raum nach hinten in den Speicher rein. Da ist ein kleines, nettes Pentagramm auf dem Boden gemalt. What? Soll ich das fotografieren? Ja, bitte, bevor Dosi sich in die Luft jagt. Wo ist das? Ich habe gerade nicht zugehört. Nach oben, rechts. Hä, was? Nach oben, dann rechts, in den Raum rein und durch den Raum nach hinten. Oh Gott, sie tut es. Nein, ich habe gewartet. Okay, gut. Nach oben, rechts in den Raum rein und dann? Hey. Durch den Raum, da ist ach, da. Dann nochmal eine da Tür. Da oben ist der Stromkasten. Ah. Oh ja, mach mal das Licht an, das wird jetzt ulkig. Einer von uns wird jetzt auf jeden Fall sterben. Ich hab die Kamera darauf. Luna, geh da bitte nicht so nah ran, das ist böse. Ich muss auf dich aufpassen. Hat jemand Räucherstäbchen mit? Das wäre jetzt witzig. Nee. Was heißt nee. Soll ich holen schnell? Ja, mach ruhig. Ich warte. Okay. Dann warte, ich schmeiß mal hier kurz den. Da musst du dir aber auch direkt ein Feuerzeug mitnehmen. Gell? Ja, das mache ich ja gerade. Ich habe gerade meine Sachen. Ich habe ein Fotoapparat gezückt. Ich fotografiere den Guten. Die Gute, ist ja eine Dame. Heather so triggert. Did you just juke my gender? We always love you. Dum, 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 dum. Das war Harry Potter. Dum, dum, okay. Dum, 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 dum. Ich höre was. Das bin ich. Hier heult jemand. Ach so. Oh, nein, sie jagt. Was? Es ist unten abgeschlossen. Oh, meine Taschenlampe flackert. Okay, jetzt hat's aufgehört zu flackern. Aber sie jagt immer noch. Ich rede einfach weiter. Okay, hat aufgehört zu jagen. DMF cool. Auf 4 gerade. Aber nicht auf 5. Seid ihr noch da? Ja, wir sind noch da. Wir nee, 4. Alle. Okay. Bei uns ist alles okay. Alles klar. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Fotoapparat ist gezückt. Warte, okay. Ich leg hier oben auch mal das Buch ab, falls ich sterbe. Alles klar. Das ist ein Kind! Ich bin tot, aber ich habe es geräuchert! Ich habe es geräuchert! Das arme Kind. Kann ich das nochmal anzünden? Was ist so eklig, dieses Kind? Nee. Das hat einfach nur einen Mund als Gesicht. Ja. Das ist so ein bisschen wie so ein. Wie heißen die nochmal von Stranger Things? Diese. Diese Viecher. Demogorgon, genau. Demogorgon. Ist so ein bisschen wie so ein Demogorgon, das Kind. Ich hab's gar nicht so genau gesehen. Das war zu weit weg. Wo seid ihr denn jetzt alle? Okay. Reinigen den Bereich in den Nähe des Geistes. Ein Räucherstäbchen ist abgehakt, ja. Danke, ich habe Kerze. Dafür mein Leben gelassen. Kerze brauchen wir jetzt noch. Ja, stimmt. Da müssen wir ein Feuerzeug mitnehmen, gell? Yes. So. Wir brauchen aber auch Hinweise, ne? Also hier ist kein Feuerzeug mehr im Wagen, ne? Also. Ich hab eins in der Hand, alles gut. Okay, alles klar, super. Also wir haben sonst noch nichts, ne? Der Geist, ich weiß nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Und du hast ein Foto vom Geist gemacht. Nice. Genau. Im Beschwörungskreis. Komm ich denn hier noch mal raus? Kollegen getötet, wir sollten gehen. Er wurde ein paar Überraschungen. Oh, ich habe versehentlich auch direkt Lila mit fotografiert. Ja, das ist nett. Danke. So, was nehme ich denn? Ich nehme nochmal. Wie wird das bei eBay verkauft? Hat jetzt schon jemand ein Feuerzeug mitgenommen? Ja. Die Dusi hatte eins, ja. Achso, okay. Also Kerze dann wahrscheinlich auch schon, ne? Genau, Kerze. Nee. Also Kerze kannst du auch eben mitnehmen, Luna? Ja. Habt ihr jetzt auf dem Gebäude. Ich drück mal auf der 9.
Was? Auf der 9 meinst du auch im Asylum? Oh oh, ich höre sie. Die Tür ist zu. Strick mal. Du hast gesagt, du hast den Hasen auf der neuen Map noch nicht gesehen und ich meinte, ob du damit das neue Asylum meinst. Hattet sie noch? Sie huntet noch. Ich kann gucken, wenn ihr wollt. Ach ja, nee, sie hat aufgehört. Jetzt hat sie aufgehört, genau. Alles klar. Sie war aber sehr weit weg. Ich glaube, sie müsste irgendwo oben sein. Lucy, alles klar? Ich habe lange gehuntet. Ja, alles klar. Ich habe nur gerade eine Nachricht bekommen. Ach so, rein zufällig natürlich. Sehr schön. Also, wie gesagt, jetzt. Ja, klar, alles gut. Ich glaube aber, wie gesagt, dass es oben war, weil sie klang so weit weg. Habt ihr jetzt schon eine Kerze eigentlich mit? Nee. Also ich habe jetzt eine mitgenommen. Wollen wir die oben anzünden? Ja, stell die mal oben irgendwo hin. Wo war das jetzt nochmal? Hier hoch und dann da, ne? Nee, das ist ja nicht... Was? Stell die einfach an den Treppenabsatz. Psst. Oh, sie jagt schon wieder. Hallo, Heather! Dusi hat nur noch 2%, 1%, 0%. Tot. Okay. Och nein, Dusi! Nee, sie aber hat noch 1%. 0%? Ich droppe tot? Das Feuerzeug. Ja, ich bin tot. Ja, ich habe das Feuerzeug schon mitgenommen. Warte, ich stelle die Kerze hier hin. Okay, Kitma hat es anscheinend gesehen. Oh, nein. Wie mache ich das nochmal? Warte, du musst sie anzünden. Hier, nimm mal das Feuerzeug. Oh, haben wir. Oh, Alter. Oh Gott, Himmel, ey. Ich gehe so lange nochmal aufs Klo. Meine Blase ist heute wirklich nicht gut. Oh, ich glaube, sie hat wieder. Schmeiß ich mal schnell Pizza in den Ofen. Die krabbelt die Treppen hoch, die Alte. Nein! Na? Nein! Oh Mann! Warum sterbt ihr denn alle? Was ist mit euch? Oh Gott. Nein. Die war voll schnell jetzt auf einmal. Kann ich das steht nicht... denn hier jemand in der Ecke mit Taschenlampe? Hä? Wieso steht denn da jemand? Warum kann ich die nicht hinstellen, die Kerze? Ach, ganz ehrlich, ihr seid alle drei tot. Ich will nicht auch noch sterben. Wir verlieren sonst wieder alles. Wir haben jetzt gar keine Beweise, oder? Nein. Dann isst Tabletten, Kitma. Na, warte mal. Aber wie kann ich denn die Kerze hinstellen? Ja, das habe ich auch gerade versucht, aber ich konnte die nur schmeißen. So, ich habe 3 Tabletten gefressen, bin ich auf 100%. Mit F. Habe ich gerade probiert, das ging nicht. Ach. Ah, jetzt. Okay. Ich habe es jetzt einfach mal hier mitten im Raum gestellt. Ach scheiße, ich hab das Ding oben abgeworfen, ne? Ich hab die aufgenommen. Die ist die Treppe hochgekommen. Ich hab mich verpasst. Oh, Luna! Du auch jetzt bei uns. Schreibe ins Buch. Warte mal eben. Eine Kamera.
Och Mann, warum kann ich nicht tot sein und ihr lebt? Das ist irgendwie angenehmer, wenn man tot ist. Dann hat man nicht so viel Verantwortung. Ja. Schreibe ins Buch. Okay, haben wir hier noch? Ja, wir haben hier noch die Box. Sie kann nicht schreiben. Sie kann nicht schreiben. Vielleicht ist sie Analphabetin und du triggerst jetzt ihre schlimmsten Ängste und. Ne? Vor allem, sie reagiert nur auf Einzelpersonen, das ist ja super. Naja, mehr Einzel als du kann man ja kaum sein. Ja, das hast du sehr gut erkannt, liebe Lila. Gern geschehen. Was nehme ich denn? Weiß, was ich nehme nochmal Fingerabdrücke mit. Oh, Alter. Hätte ich nicht schon mal wenigstens eine Sache rausfinden können? Entschuldigung. Echt, ey. Oh. Naja, wir haben rausgefunden, dass sie eine Abneigung gegen Beschwörungskreise und Räucherstäbchen hat. Sprich mit mir! Bist du bei mir? Mich. Gib mir ein Zeichen. Aber töte mich nicht. Schreib ins Buch. Bist du ein Kind? Nope. Weiß ich eigentlich schon, aber ich war mal Fantrage. wie sind die Lottozahlen für nächstes Wochenende? Hat deine Mutter auch so nach Scheiße gestunken wie du? Oh, wow. Wo sind du sie? Pipi, ich bin Pipi. Okay, gut. Von der Toilette gesagt. Genau, das war jetzt von der Toilette direkt. okay. Warte mal, wie ist meine Sanity jetzt gerade? Könntest du mal im Bus umschalten, die Kamera, dass ich dann wenigstens gucken kann? Ah, ja, 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 ja. Wieso macht das doch eben? Achso. Und da ist Licht an, ne? So. Licht? Ne, da ist kein Licht an. Für mich ist das alles super hell. So sehe ich was. Ja, das ist jetzt... Achso, ich habe die Nachtsicht ausgemacht. Ja, aber ist innen drinne, habt ihr da Licht an irgendwie? Nee, da ist es dunkel. Okay, ich sehe weder Dots noch gar nichts. Nope. Kerze brennt noch, vielleicht solltest du die Kerze mal oben hinstellen. Ja, aber sie kam ja nach oben. Sie ist ja die Treppe hochgekrabbelt, sie wird wahrscheinlich von unten so sein. Lila, du warst als erste tot, ne? Kannst du, warte, wenn ich die Kerzen nehme, ist sie doch wieder aus, meine ich, oder? Nur wenn du sie wegsteckst. Also wenn du sie in die Hand, in der Hand behältst an. Also dann nicht. Du hast nicht zufällig gesehen, wo sie herkam, oder? Oh, sie ist aus, die Kerze. Doch, klar. Hä, warum ist die Kerze jetzt aus? Weil sie sie ausgepustet hat. Ich guck nach. Nee, sie hat sie nicht ausgepustet. Nee. Aha. Ich habe keine Ahnung, wo das Feuerzeug ist, Mann. Ich habe das irgendwo hingeschmissen. Das hier noch irgendwo? Das ist der Camcorder. Das Buch hat sie auch nicht geschrieben. Schreib doch mal ins Buch, Mann. Oder lauf durch den Dots oder mach irgendwas. Was Geister halt machen, abgesehen von Typen. Mach wenigstens überhaupt eine Sache. Ich hab keine Ahnung, wo ich das Feuerzeug hingeworfen habe. Oh, meine Leiche, das Feuerzeug? Ich hab ja... Ah ja, stimmt, hier ist noch eins. Vielen Dank. Warte mal.
Achso, wahrscheinlich, wenn man rennt, dann geht's aus. Da war jetzt nichts, oder? Nee, okay. Ich habe nämlich irgend so ein Brrrr gehört. Brrrr. Ach krass. Draußen kann man die Kerze auch nicht anzünden. Toll. Jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten. Ich hab dir gerade im Stream zugeguckt, wie du die Kerze einfach wegwirfst. Ja, ich bin ein richtiger Experte. Aber Lia, du hattest nicht zufällig gesehen, wo sie hergekommen ist im Ursprung, ne? Natürlich habe ich gesehen, wo sie herkam. Okay. Aus dem Beschwörungskreis. Nein, ich meine, als du tot warst und sie Dusi und Luna geholt hat. Da war ich auf dem Klo. Okay. Aber wenn du möchtest, kannst du dich mal kurz umbringen lassen, dann gucke ich, wo sie herkommt. Glaub, das bringt uns alle sehr viel weiter. Mhm. Bereust du schon, dass du mich mitgenommen hast? Nein, du bist toll. So, ich benutze das Parabolmikrofon jetzt. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Wie muss ich die Werte denn lesen, Dusi? Du kennst dich damit doch aus. Wie musst du was lesen? Das Parabolmikrofon. Also je größer die Zahl, desto mehr Geräusche kommen aus dieser Richtung. Ah, okay. Und das ist dann meistens der Geisterraum. Okay, wenn ich hier vorne stehe, habe ich 5,0 direkt am Eingang. Ja, dann kann es sein, dass ein Flurgeist ist. Dann bin ich ja hier gar nicht mal so falsch mit dem, was ich hier aufgebaut habe. Und dann kann macht's auch Sinn, dass die Treppe hochgekommen ist. Sprich mit mir! Bist. Oh. Kann bitte mal eben einer kurz gucken, ob sie huntet? Ja, huntet. Sie krabbelt. Sie krabbelt unten. Ich glaube, sie hat mich. Sie hat mich, sie hat mich. Ich sehe das, ich sehe deinen toten K.O. und da liegt er. Das nächste Mal fahre ich einfach. Das macht gar keinen Sinn, ehrlich gesagt. Mare. Woo! Versicherung, ja. Ich habe 66. Ich habe 104. 19. Oh Mann.